Wenn wir wollen, dass die Europäische Union in der Lage ist, die Krisen unserer Zeit zu bewältigen, dann brauchen wir Mut zur Veränderung. Und wie das aussehen kann, erzähle ich dir in den nächsten 2 Minuten. Nach 2 wirklich schrecklichen Weltkriegen hat Europa gezeigt, wie wir über Grenzen hinweg zusammenarbeiten können und so Frieden und Wohlstand schaffen können. Aber Europas letztes Update ist schon viel zu lange her. Aktuell können einzelne Staaten durch das Veto einfach die gesamte Europäische Union aufhalten und das einzig direkt gewählte Organ, das Parlament, ist nicht in der Lage, Gesetze vorzuschlagen. Um die EU wirklich handlungsfähig zu machen, fordern wir die Vereinigten Staaten von Europa. Dazu gehören dann auch europäische Parteien, die mit europäischen Kandidierenden antreten und eine europäische Regierung stellen, die von einer europäischen Premierministerin geführt wird. Und dann sind wir auch endlich nicht mehr erpressbar durch das Veto von einzelnen Staaten. Und dann können Parlamentarier, die von uns direkt gewählt wurden, tatsächlich auch mutige Ideen als Gesetze einbringen und umsetzen. Zu den Vereinigten Staaten von Europa gehört dann auch eine europäische Verteidigungsarmee unter parlamentarischer Kontrolle. Nur so können wir Europa wieder verteidigungsfähig machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass es nie wieder Krieg zwischen europäischen Nationen gibt. Wir wollen ein Europa, das eine Vision hat, das handlungsfähig ist, das sich traut, mit der Zeit zu gehen. Und deswegen sagen wir: Trau dich, Europa!